Hallihallo und guten Morgen. Tja, wir haben gerade Winterpause bei Go, das heißt Staffelpause. Das heißt aber auch, dass wir aktuell eigentlich recht wenig produzieren und unsere Kameramänner im Urlaub sind. Darum habe ich mir gedacht, ich schnappe mir mal unseren Redaktionspraktikanten, den Alex. Alex, sag einmal Hallo. Hallo. Ja. Und wir filmen was ganz Besonderes, denn wir filmen was Urösterreichisches. Bevor ich euch das jetzt aber zeige, möchte ich euch bitten, abonniert mal bitte den Kanal, weil das hilft uns ganz enorm. Und dann gehen wir schon mal zum urösterreichischen Auto. Wir haben die Chance bekommen, dass wir mit einem Pinzgauer fahren, genauer gesagt einem Pinzgauer 710M. Ich kenne das Ding ganz gut, ich war nämlich beim Bundesheer Kraftfahrer und es wird von einigen Portalen, eigentlich fast von der ganzen Welt, als das beste Geländefahrzeug der Welt definiert. Ja. Wir haben hier eben den 710M, der ist einer aus den frühen 70er Jahren, das heißt, er hat einen 2,5 Liter Benzinmotor mit 64 kW, also 87, 88 PS, 2,5 Liter direkt über der Vorderachse gegenüber dem Vorgänger, weil der Vorgänger hatte den Motor auf der Hinterachse. Knapp 50 Jahre alt, 4,15 Meter in der Länge, über 2 Meter ist er hoch, aber keine 1,80 breit, das heißt, er ist höher wie breit. Ja, ein bisschen kippelig, also wirklich Schräglagen, ja, da fällt er gerne mal um, aber ansonsten Steigfähigkeit hat der 100%. Das Ganze gibt es auch noch mit diversen Aufbauten, mit einem festen Dach, so heißt es zum Beispiel. Aber ich würde sagen, schauen wir uns das Ding mal von allen Seiten an. Alex, wie gefällt er dir? Du, ganz gut. Ich bin gespannt, wie er zum Fahren ist. Ja. Also, deswegen würde ich sagen, komm, fahren wir mal. Legen wir los. Ich muss ja sagen, teilweise sind die Entscheidungen, die ich treffe, wirklich blöd, wie zum Beispiel bei dem Gatsch, weiße Schuhe anzuziehen. Genau, ich treffe den Scheider. Ja. Also bevor man jetzt einmal den Pinzgauer als Fahrer entert, schauen wir mal, dass wir den Hauptschalter, und der ist nämlich hier hinten, zack, Hauptschalter ein. Ja. Gut, ins Gelände fahren wir damit nicht heute, also nicht in mehr Gelände als den Gartschaufen, wo wir sind. So, jetzt gilt's. Autofahren wie früher. Starthilfe, da steht halt auf gut old österreichisch Starthilfe. Zündung. Handbremse raus. Startgas. Wir haben hier ein recht ungewöhnliches Layout. Wir haben den Retourgang vorne links, hinten links den ersten Gang. Das hat damit zu tun, Rennautos machen das ähnlich, dass der erste Gang kein Fahrgang ist. Es ist ein Anfahrgang und die Fahrgänge sind 2 und 3 und damit die möglichst nah beieinander liegen, ist das Getriebe eben so gelayoutet. So, Handbremse ist draußen. Starten wir. Und das ist das. Der ist doch ein bisschen ruppig. Ne? Ist halt kein Komfortauto. Aber das Fahren mit dem Pinzgauer ist recht eigenartig. Speziell wie man Kurven nimmt, denn man sitzt auf der Vorderachse. Das heißt, man lenkt viel, viel später ein, als man es eigentlich möchte. Und dann mal links. So. Oh. Zweiter. Dritter. Ja, Schalten ist halt... Man bräuchte für die Gänge ein eigenes Navigationsgerät, wo man ungefähr hin muss, weil die Schaltkulisse, die bewegt sich irgendwie so. Aber es macht Freude. Das macht Freude, ja, wie Oldtimer fahren. Es ist halt, das erdet unfassbar. Also, und wie es erdet. Weil man halt sehr viel selber machen muss. Ja. Und man bekommt mehr Aufmerksamkeit als vermutlich mit jedem Ferrari. Geil. Und ich würde sagen, bleiben wir kurz stehen. Und regulieren. Fahrradtausch. Boah. So, also Fahrersitz gut eingestiegen. Ah, ich steig am Bein. Jesus.
Gut. So, wichtigste, dass wir anschnallen. Neo 1. Jetzt kenne ich mich schon gar nicht mehr aus. Ja, also zuerst möchte ich mal auf unseren blinden Passagier hinweisen. Wir haben hier eine tote Wespe. Oh je. Lieber Alex, wir geben jetzt einmal die Handbremse raus. Leicht ziehen, drehen und rein. Genau. Passt? Wunderbar. Ja, Standgas. Gehen wir ein bisschen zurück. Jetzt da wie beim normalen Auto. Kuppeln. Genau. Gas. Na bitte. Eigentlich wie ein ganz normales Auto. Ja. Dann fahr mal rechts. Und dann wieder rechts. Und du merkst schon. Aus der Kraft. Rechts jetzt oder? Und jetzt wieder rechts, ja, genau. Du merkst schon, man lenkt einfach wesentlich später ein, als man es eigentlich möchte. Ja. Wir haben hier übrigens keinen Drehzahlmesser, allerdings eine Warnleuchte bei 4.500 Touren. Ja. So hoch dreht er. Maximum. Der ist echt wie ein normales Auto, das ist mal alles prüfen. Schwerer. Ja, links. Links, sorry. Das ausgeht. Aber ja. Den kannst du am Stand wenden. Das ist besser, ja. Das hat er eh drauf. In der Straßenrennen wirst du mit nicht gewinnen, aber das muss man machen. So, und das ist übrigens die Lüftung. Die Komfortlüftung mit dem Komforthaltegriff. Was geht denn maximal? Höchstgeschwindigkeit 100 km/h. Also, das ist schon ein ganz anderes Gefühl, wenn man das fährt. Weil ich bin in einer Generation aufgewachsen. Mein erstes Auto war Alfa Romeo Giulietta 2017. Da geht alles dicke fein. Da brauchst du eben, wenn du in die Kupplung steigst, du hast keine Gedanken machen. Aber da, das ist ein richtiger Kraftakt. Punkt ist, der Motor ist nämlich nicht vorne, er ist wirklich über der Vorderachse, ergo hier. Ergo ist das die Motorhaube. So, jetzt schauen wir uns mal dieses Monsteraggregat an. Ja, also Öl. Und das war's eigentlich. Aber ja, man kann hier auch durchschauen. Also man sieht hier wirklich, da kann man da. So, da. Da, das ist der Boden. Garagenboden. Mitunter ein Grund, warum der Pinzgauer so ein extrem beliebtes Militärfahrzeug ist, wirklich auf der ganzen Welt, ist das Fahrwerk und weil es sehr wartungsfreundlich ist. Wir haben hier Schmiernippel, wo man einfach Fett reindrücken kann. So. Und somit kann man einfach, da muss man nicht großartig was abmontieren zum neuen Fetten für die Schmierung. Nein, da wird einfach beinhart Fettspritze angesetzt, drauf gedrückt, fertig. So. Und das war auch schon unser Kurzausflug mit dem Pinzgauer und auch unser erstes Handyvideo auf diesem Kanal. Falls ihr es vorher noch nicht gemacht habt, würde es mich und auch den Alex und alle anderen in der Go-Community freuen, wenn sie abonniert. Ja, ist schon arg, oder? Arge Style. Ja, wir fahren noch eine Runde. Da will aber ich.